Hallo meine Freunde und herzlich willkommen, ich darf euch begrüßen und zwar zu Champions Raten. Ja, es ist mal wieder soweit, Champions Raten ist mal wieder auf dem Programm und weil das letzte Mal wieder so lange her war wie jedes Mal, nochmal ganz kurz die Regeln erklärt im Schnelldurchgang. Ich werde euch einige Tipps geben für jeden Champion, das heißt es gibt insgesamt 6 Champions, die es zu erraten gibt und für jeden Champion jeweils 4 Tipps. Pro Tipp könnt ihr Punkte bekommen und je früher ihr einen Champion erratet, umso mehr Punkte bekommt ihr. Das heißt, wenn ihr beim ersten Tipp direkt den Champion erratet, erhaltet ihr 4 saftige, geile Punkte. Wenn ihr beim zweiten Tipp den Champion erratet, bekommt ihr 3, ja, immer noch saftig, aber vielleicht doch schon ein bisschen trockene Punkte. Beim dritten Tipp bekommt ihr 2 Punkte und wenn ihr es schafft, beim letzten Tipp, der ist meistens aber auch sehr, sehr einfach, den Champion zu erraten, bekommt ihr einen Punkt. Ihr dürft nur einmal eine Stimme abgeben, das heißt, wenn ihr sagt, hey, ich sage, das ist Soraka, dann dürft ihr euch nicht mehr, ne, dann dürft ihr danach beim nächsten Tipp nicht mehr sagen, ja, okay, nee, scheiße, ist doch Jenna oder sowas. Das heißt, Ehrlichkeit ist hier ganz, ganz groß wichtig. Wer sich nicht an Ehrlichkeit hält, ich meine, das ist jedem selbst überlassen, aber minus 100 Karma-Punkte und nie wieder geilen Sex in seinem ganzen Leben. Gut, ich würde sagen, wir fangen an. Und normalerweise ist es ja aber auch so, dass ich immer sage, yo, das ist super einfach, Champions raten, ne? Wie kann man da eigentlich gar nicht alle Champions erraten? Aber dieses Mal sage ich euch direkt, es wird knallhart werden. Es wird super knallhart werden. Der erste Champion ist, glaube ich, sogar noch machbar. Danach wird es aber wirklich hart. Das heißt, ich würde einfach mal sagen, ihr setzt euch als Ziel, einen Champion zu erraten. Das wäre schon mal ziemlich cool, ne? Aber wenn mehr geht, dann geht mehr. Fangen wir an mit Nummer 6. Champion Nummer 6. Typ Nummer 1. Dein Tod ist mein verursachender Schaden. Ich habe natürlich den Champion im Kopf, weiß aber nicht, ob es da noch mehrere gibt. Ich habe extra versucht, die ersten Tipps so ein bisschen in der Richtung hinzulenken, dass man es erraten kann. Kann. Tipp Nummer 2. Wo eine Klaue, da auch ein Weg. Tipp Nummer 3. Ein persönliches Grab, aber kein warmes. Also dieser Champion, den kann man erraten, Leute. Wirklich. Ich habe extra den nach vorne gemacht, weil die anderen sind schon harsch, Leute. Muss man ehrlich sagen. Harsch. Tipp Nummer 4. Ihr könnt natürlich zwischendurch auch das Video anhalten kurz. Jetzt vielleicht nicht den ganzen Tag und könnt nicht die Champion-Liste durchgehen oder so, aber, ne? Könnt ihr. Ist erlaubt. I will bury the world in ice. I will bury the world in ice. Oder so ähnlich. Ja, ist ein Zitat. In Deutsch heißt es so viel wie I will bury the world in ice. Ja, also Champion Nummer 6 ist Lissandra oder Lissandra. Dein Tod ist mein verursachter Schaden. Hier ist die Passive. Natürlich, wenn du stirbst, dann kommt der Geist und der macht Schaden, der quasi ihrer ist. Wo eine Klaue, da auch ein Weg. Das ist ihre E. Sie heißt sogar Icy Claw. Ja, das heißt, sie kann damit über Wände. Ist eine Klaue. Macht Sinn. Persönliches Grab, Frozen Tomb. Ja, klar, man muss so ein bisschen die Spells auch vielleicht vom Namen kennen. Nicht direkt vom Namen, aber man weiß ja, Frozen Tomb, Eisgrab, wie auch immer. Aber kein warmes, denn, ja, ich meine, es ist kalt. Und I will bury the world in ice ist ihr I will bury the world in ice. Ist ihr Zitat. Gut, gehen wir direkt weiter. Champion Nummer 5, ich glaube, der ist schwer. Der ist sehr schwer. Also, wenn ihr den erratet, Chapeau. Wie schreibt man Chapeau? Bitte in den Kommentarsektion schreiben. Tipp Nummer 1. Du bist du, ich bin du. Also, er ist aber schon machbar, ne? Also, ne? Machbar ist schon. Tipp Nummer 2. Hier bin ich und da bin ich. Ist aber auch schon wieder schwer, wenn man nicht die Richtung hat. Wobei der nächste Tipp, Tipp Nummer 3. Eine Blüte in die Haare. Ich bin ja so cute. Also es ist halt wirklich so. Als ich das gesehen habe, war ich instant verliebt. Wie Instant-Nudel, nur halt für verliebt. Tipp Nummer 4. Sprung, Pose und Boom. Oder Peng. Oder Bam. Karton. Karton trifft, glaube ich, auch ganz gut. Hierbei handelt es sich um Nico. Nico, nie. Du bist du, ich bin du. Ist natürlich ihre Passive.
Hier bin ich, da bin ich. Das ist ihre W, weil sie hat ja ne, zwei Klone oder halt ein Klon und sich selber. Ja, sie hat eine Blüte in den Haaren und ihre Ultimate springt sie hoch, Pose und nach unten, bam, kaputt. Direkt weiter, ne? Ich mache die Videos immer zu lang, es tut mir leid, aber ich rede so viel. So, Champion Nummer 4. Der ist schwer, Leute. Glaube ich, weiß ich. Nicht alles, was klein ist, bleibt klein. Tipp Nummer 2. Nicht alles, was hässlich ist, bleibt hässlich. Tipp Nummer 3. Nicht alles, was langsam ist, bleibt langsam. Tipp Nummer 4. Jeder, der Bronze ist, bleibt Bronze. Nein, Quatsch. Nicht alles, was einen Hut auf hat, ist eine Hexe. Aber manchmal dann eben doch. Ich glaube, wenn du halt keine Richtung hast, dann ist so ein Champion echt schwer. Aber wenn du die Richtung hast, dann kannst du da auch lang fahren. Dieser Champion ist nämlich Lülü. Sie kann jemanden groß machen. Damit macht sie das, was Kleines, groß. Sie kann so Leute, je nachdem, was für ein Skin sie hat, in so ultra cute Dinge, in Schneemänner, Waschbären, in, glaube ich, sogar Schokolade oder sowas. Also in richtig cute Dinge verwandeln. Ja, so ein Mundo könnte dadurch echt cute werden. Sie kann Leute verlangsamen, aber auch sogar verschnellern. Ja, deswegen langsam. Und sie hat einen Hut auf und ich gehe mal davon aus, dass sie schon irgendwie eine Hexe ist. Ne? Hexe heißt, ja, also ich meine, sie kann zaubern und sie hat einen Hut. Das ist eine Hexe, ja, eindeutig. Der erste Champion. Was ist das hier? Die 3? Champion Nummer 3. Rote Haare, so sagt man, verleihen mehr PS. Also der ist wirklich machbar, Leute. Der ist sogar wirklich free. Also den solltet ihr absolut mitnehmen, Leute. Der ist free. Deine PS drosseln kann ich allerdings. Ich stupse meine Gegner abwechselnd mit einer liebevollen Berührung an. Und Tipp Nummer 4. Jetzt hagelt's Kugeln. Alter, es hat schon ewig nicht mehr gehagelt, so, glaube ich. Also so, dass ich draußen war und es gehagelt hat. Ja, GG. Ja, wir haben hier Miss Fortune, Leute. Also, ich weiß ja nicht, ob ihr das bezeugen könnt. Also, es ist so ein Sprichwort tatsächlich, rote Haare. Ne? Frauen mit roten Haaren haben mehr PS. Und Miss Fortune hat rote Haare und sie hat mehr PS. Ne, es ist also, es ist doppelt wahr. Also, sie läuft halt schneller mit ihrer W. Sie kann die PS, die Pferdestärken von anderen drosseln mit ihrer E. Ich stupse meinen Gegner abwechselnd mit liebevollen Berührungen an. Das ist halt, ja, ihre, das muss man, das ist ein bisschen, also ihre Passive ist ja Love Tap. Das heißt anstupsen oder Liebesberührung oder sowas. Und ja, sie muss ja immer abwechselnd jemanden angreifen. Also ich denke, gerade wegen diesen abwechselnden Angreifen hätte man darauf kommen können, weil es auf überhaupt keinen anderen Champion, glaube ich, passt. Und jetzt Hagels Kugel ist natürlich die Ultimate oder die E. Das habe ich so ein bisschen offen gelassen. Champion Nummer 2. Der ist, glaube ich, schwer, Leute. Glaube ich. Der ist, glaube ich, schwer. Warme, trockene Winde tragen den König hinauf. Ich bin so poetisch. Oh mein Gott. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich sollte ein Buch schreiben. Gefolgt von Helfern, dem Ziel emportragend. Ich habe halt diesmal die Tipps ein bisschen dichterisch formuliert. Ich bräuchte noch einen Dichternamen, Leute. In die Kommentare schreiben. Die Stadt erneut erblühe. Und Tipp Nummer 4. Eine Wand aus Macht, dir deinen Weg verbiete. Ich glaube, im Dichterkurs wäre ich halt 1 plus mindestens wahrscheinlich gewesen. Gibt's oder 0 plus. 0 plus 1. Oder 0 plus plus. Oder 0 S plus. 1 plus S. Ja, wir reden hier von Asia, meine Freunde. Ich weiß nicht, ob das zu einfach war oder zu schwer. Ich hab's halt so ein bisschen. Also erstmal, er ist halt ein Vogel, auch wenn er jetzt nicht direkt fliegt, aber er ist. Also er ist locker ein Vogel, Leute. Also er hat eine Vogelmaske auf dem Kopf. Er ist ein König.
es ist warm, weil Shurima und alles. Und ich habe extra noch trocken gemacht und Winde halt wegen Vogel. Ne? Also es passt schon irgendwie. Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Gefolgt von Helfern, ja, das sind seine Soldaten. Dem Ziel und dann Empor, ja. Emperor, Empor, so, ich meine, ja, ne? Niemand hat gesagt, dass es leicht wird. Niemand, ich nicht. Ich habe gesagt, es wird schwer. Die Stadt erneut erblüht ist natürlich Shurima. Ich wüsste nicht, auf welche Stadt man das noch beziehen könnte. Also es gibt legit nur Shurima. Oder also nur Asia cared about seine Stadt. Allen anderen ist ihre Stadt, glaube ich, fast egal. Und eine Wand aus Macht, dir deinen Weg verbietet, ist natürlich... Ja, das sind die Soldaten, das ist die Soldatenwand, ne? Einer hat das Macht und du kommst da nicht lang. Ist schon cool, Leute. 1 plus S, 0. Gut, der letzte Champion. Wir kommen zum letzten Champion. Der letzte Champion wird ein schwieriger sein. Möglicherweise. Typ Nummer 1. Ein Vogel mit gebrochenen Flügeln nicht mehr zu fliegen vermag. Also locker 1 plus S 0 plus 1 0 S plus. Eine Waffe so groß und doch so klein. Der Schlag so stark und doch so zerbrechlich. Tipp Nummer 3. Ein Sprung, eine Richtung. Alter, ich habe Richtung falsch geschrieben. Bin ich total dumm? Richtigung. Geil. Die Verteidigung ganz groß. Also nochmal. Ein Sprung, eine Richtung. Die Verteidigung ganz groß. Oder kerngroß halt, ne? Definitionssache. Die Welle entsandt, so stark und scharf, den Wind zu zerschneiden vermag. Also 1 Gigaplus. Darauf einigen wir uns jetzt finally. Aber dann sind wir auch wirklich durch. Bei diesem Champion handelt es sich tatsächlich um Riven. Riven. Ja, Broken Wings. Also klar, ich weiß, dass einige es nicht mögen, wenn ich so Champion-Attackennamen mit ins Ding nehme. Aber Broken Wings sollte man wirklich kennen, Leute. Also wenn ihr neu bei League seid, Broken Wings, gebrochene Flügeln, oder Flügel, das ist die Q von Riven. Ja, das hat nichts mit Fliegen direkt zu tun, aber irgendwie halt doch. Die Waffe ist halt manchmal sehr groß und manchmal doch so klein, weil es halt abhängig von ihrer Ultimate. Manchmal so stark und doch so zerbrechlich, weil die Waffe ja auch irgendwie zerbricht oder zerbrochen ist oder immer wieder zerbricht. Ein Sprung in die Richtung ist die E, ne? Sie springt und kriegt dabei auch noch Verteidigung. Ich habe kurz überlegt, ob es wirklich ein Sprung ist, weil sie so nach vorne dasht. Aber Leute, man kann nicht einfach nach vorne dashen, ohne zu springen. Das geht nicht. Die Welle entsandt so stark und scharf den Wind zu zerschneiden vermag, das ist hier ihr Ultimate. Na, sie macht ja quasi so ein Windslash, heißt das ganze Ding auch. Ja, und damit wären wir durch. Und ich mache jetzt oben rechts, wenn ich es nicht vergesse, ich vergesse es meistens, aber ich werde es machen. Ein Vote hin. Da könnt ihr jetzt votieren, wie viele Punkte ihr bekommen habt. Und es interessiert mich richtig krass, wie viele Punkte ihr geschafft habt. Habt ihr... Bei welchem Champion habt ihr an einen anderen Champion gedacht? Na, für mich, ich habe nur diese Champions vor Augen, aber ihr denkt jetzt so, ja, hey, hier, da hätte alles auch auf, keine Ahnung, Soraka gepasst, auf Zion. Das könnt ihr gerne reinschreiben. Und sagt mir, hey, Ness mal doch ein bisschen schwächer, einfacher. Oder ist halt cool, wenn's, ich meine, wenn halt man sagt, Ness ist gigaschwer, ihr spielt quasi auf Terminator, Terminator Extreme. Und wenn ihr dann einen erratet, das ist halt ein richtiges Erfolgserlebnis, oder? Aber ja, sagt es mir gerne. Ich verabschiede mich. Ich wünsche euch einen richtig kernzuckerigen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss. Ich hab euch lieb. Miau, miau. Miau.